Hey, ich bin's, Marco von Authentic German Learning. Marina hat gefragt, was die Deutschen so für gewöhnlich in ihrer Freizeit machen. Natürlich ist es recht unterschiedlich, was die Deutschen in ihrer Freizeit machen, aber ich kann natürlich sagen, was ich in meiner Freizeit mache und was meine Freunde in der Freizeit machen. Also, ich mache gerade einen Spaziergang, weil es gerade ein herrlicher Tag ist. Die Sonne scheint und die Natur sieht auch richtig schön aus hier. Und genau, und deswegen mache ich gerne Spaziergänge. Und besonders, da ich jetzt für euch täglich Videos mache, gefällt mir das sehr, diese Videos zu verbinden mit einem Spaziergang. Und da hört ihr dann auch ganz viele Geräusche. Hier hört ihr zum Beispiel ein Auto, das vorbeifährt. Und ihr seht die Natur. Insofern mache ich sehr gerne Spaziergänge, während ich Videos für euch aufnehme. Aber zurück zu den Freizeitaktivitäten. Was gibt es denn noch? Na, also wir schauen gerne Filme. Wir unterhalten uns auch recht gerne. Ich habe euch ein paar Videos gemacht in einer Gartenkolonie. Das ist natürlich auch eine... Das ist natürlich auch eine tolle Beschäftigung, im Garten zu relaxen. Viele Deutsche, die einen Garten besitzen, die machen auch gerne Gartenarbeit, ja, die Gärtnern. Und aber die jungen Leute, die suchen sich oft nur ein Plätzchen, wo sie chillen können. Das ist Umgangssprache. Chillen heißt sowas wie sich entspannen und relaxen. Und mit meinen Freunden, wir lieben es, Gespräche zu führen, philosophische Diskussionen. Das ist ein wesentlicher Teil von unserer Freizeit. Wir verbringen einen wesentlichen Teil unserer Freizeit damit, miteinander zu diskutieren. Und wir schauen auch gerne Filme. Wir machen auch gerne zusammen Spaziergänge. Und ja, Sport. Wir machen gerne Sport. Besonders ich. Ich jogge sehr gerne. Und ich lese sehr gerne. Und ja, das sind so ein paar, ich sag mal, typische Freizeitbeschäftigungen. Also wir sind natürlich, also es gibt natürlich sehr viele Deutsche, die das machen. Und hallo. Und das ist nicht sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, die Deutschen sind natürlich verschieden und haben verschiedene Freizeitbeschäftigungen. Aber die, die ich euch genannt habe, die sind schon sehr weit verbreitet. Und es gibt auch gar nicht so ungewöhnliche Freizeitbeschäftigungen, würde ich sagen. Nichts Überraschendes. Aber ja, wir haben sehr viel Spaß in unserer Freizeit. Und mich würde interessieren, was ihr so macht in eurer Freizeit. Was sind eure Lieblingsfreizeitaktivitäten? Was macht ihr, wenn ihr nicht arbeiten müsst? Was macht ihr am Abend? Was macht ihr am Morgen, bevor ihr zur Arbeit geht? Oder was macht ihr am Wochenende? Ich bin gespannt. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!